Ich persönlich habe noch nie verstanden, warum man Flitzer ist, aber es gibt wirklich genug Leute bei so vielen Sportarten, die das machen. Und heute schauen wir uns mal die 10 verrücktesten Flitzer aller Zeiten an. Ich bin mal gespannt, was die Leute da gemacht haben. Let's go! Auf der einen Seite sind sie eine Plage für Sportveranstaltungen und Live-Events, auf der anderen Seite aber liefern sie uns immer wieder unglaublich unterhaltsame Momente und zaubern jedem Zuschauer ein Lächeln aufs Gesicht. Die Das Rede war ist ja von geil. Flitzern. Sie schlagen sich durch die Zuschauerränge, riskieren den Sprung über die Absperrungen und alles nur für wenige Sekunden im Rampenlicht. Aber dass Leute sich ausziehen, das war früher, also wo ich jung war, war das ein Flitzer, jemand, der nackt übers Feld gelaufen ist. Okay. Mittlerweile sind es ja eher Leute, die dann mit den Fußballern Fotos machen wollen. Oft vor Millionen von Zuschauern und meistens nackt. Heute haben wir für euch die 10 verrücktesten Flitzer. Mit dabei sind leicht bekleidete Mädels, Flitzer, die das Sowas ist doch immer ganz sympathisch. Unmögliche schaffen und der Security entkommen, ein YouTuber, der sich vor Milliarden von Zuschauern präsentiert und noch viele weitere Sensationen. Hier bei Wissenswert. Ach und übrigens, einer der 10 Flitzer ist eigentlich ein Fake. Also schreibt uns mal in die Kommentare, wenn ihr rausfindet, welches dieser Videos Fake ist. Aha, bin ich auch mal gespannt. Auf der Nummer 10 ist ein etwas ungewöhnlicher Flitzer, nämlich ein unfreiwilliger. Diese alte Dame hat sich bei einem italienischen Kreisligaspiel auf den Platz verirrt. Statt jedoch vom Spielfeld zu gehen, überquerte die Oma ganz gemütlich das Spielfeld und ließ sich nichts anmerken. Der ist geil, Mann. Natürlich war das nur eine kurze Unterbrechung vor wenigen Zuschauern, aber dennoch eine ziemlich verrückte Flitzerin. Das glaube ich nicht, dass das Fake ist. Haben Sie so etwas schon mal gehört? Kann durchaus sein. Die Nummer 9 hingegen belegt ein eher gewöhnlicher Flitzer. Als es bei einem Spiel der polnischen Liga zu einem Elfmeter kam, stürmten diese zwei Fans auf das Spielfeld. Einer der Zack. beiden rannte dabei zielstrebig auf den Elfmeterpunkt zu und verwandelte den Elfmeter zum Entsetzen des gegnerischen Torwarts. Souverän. Natürlich wurde das Tor nicht gezählt, aber trotzdem feierten die beiden Flitzer, als sei das Spiel schon gewonnen. Auf der Okay. Nummer 8 ist der Der Jubel. Ich hoffe, das war nicht das. erste Flitzer auf dieser Liste, der nichts mit Fußball zu tun hat. Statt eines Fußballspiels unterbrach der Flitzer auf der Nummer 8 nämlich diese Performance der australischen Sängerin Isaiah beim Eurovision Song Contest 2017. Der ukrainische Flitzer kam tanzend auf die Bühne und, wie es sich für einen Flitzer nun mal gehört, streckte er dann seinen Allerwertesten ins Publikum und ließ seine Pobacken wackeln. Selbstverständlich blieb Nein. die australische Sängerin jedoch professionell und die Security entfernte den ukrainischen Störenfried. Im Gegensatz dazu hatte der Flitzer auf der Nummer 7 keine Einschränkungen durch die Security. Dieser Flitzer rannte bei den Phoenix Open 2018, einem bekannten Golfwettbewerb in den USA, nackt auf den Golfrasen. Was? Das ist ja, hä, wo ist Security? Gibt's da nicht. Golf ist so gehoben, da braucht man kein Security. Da bei solchen Veranstaltungen sonst keine Flitzer vorkommen, gab es etwa 2 Minuten lang niemanden, der sich zuständig fühlte, den Flitzer zu entfernen, und so turnte er ungestört nackt auf dem Rasen rum. Schließlich hielten ihn dann einige Mitarbeiter des Veranstalters auf. Krass, das ist wirklich krass. Auf der Nummer 6 ist eine junge Dame, die bei einem Olympia-Qualifikationsspiel zwischen den USA und Honduras das Spielfeld stürmte. Nur in Unterwäsche und mit einer USA-Flagge über den Schultern rannte sie dabei quer über den Platz. Und auch wenn sie schließlich von der Security aus dem Stadion begleitet wurde, bereitete sie damit sowohl den Fans als auch den Kommentatoren eine unerwartete Freude. Die Nummer 5 Verstehe ich belegt gar einen nicht. Flitzer, der sich auch als Parkourläufer herausstellte. Dieser nackte junge Mann stürmte bei einem Highschool-Footballspiel das Feld. Nachdem zwei Security Guards dann die Verfolgungsjagd aufnahmen, ergriff er jedoch mutig die Flucht über die Zäune. Ohne Klamotten über so einen Zaun, Mann, da habe ich schon die wildesten Sachen gehört, dass Leute Ringe anhatten und dann so hängen geblieben sind und das ganze Fleisch vom Finger gezogen hat und so. Oh. Des Geländes. Zur Überraschung der Zuschauer und der Security gelang es ihm fast problemlos, die Zäune zu überwinden. Außerhalb des Geländes fuhr dann auf einmal eine Limousine vor, die den Flitzer einsammelte und sich als Fluchtwagen entpuppte. Die Nummer 4 geht erneut an einen Flitzer bei einer Fernsehshow. Bei einer Episode von American Ninja Warrior, die in Las Vegas gedreht wurde, stürmte dieser Flitzer überraschend den Parcours. Zum einen war er splitterfasernackt, sodass man bei seinen Kunststücken viel Das glaube ich ist fake und bestimmt hat er endkrass abgeliefert. unangenehme Details sehen konnte. Zum anderen stellte sich jedoch heraus, dass der Flitzer ein echtes Turnertalent war, weil er mühelos alle Hindernisse des Ninja Warrior Parcours meisterte und erst kurz vor dem Buzzer scheiterte.
Auf der Nummer 3 ist dieser Flitzer, der lediglich mit einem Fanschall um den Hals ein Fußballspiel stürmte. Erst hängte der junge Mann ein, zwei Security Guards ab, um dann zur Eckfahne zu rennen und einen anzüglichen Tanz mit der Eckfahne aufzuführen. Schließlich riss er die Eckfahne aus der Halterung und schaffte es unglaublicherweise mit der Eckfahne über die Tribüne zu entfliehen. Allerdings konnte er vor dem Ausgang des Stadions aufgehalten werden und erhielt ein lebenslängliches Stadionverbot. Oh, aber da fragt man sich auch immer, die Securities, Jungs, was macht ihr vom Beruf? Die Nummer 2 geht an Vitali. Vitali ist allerdings kein gewöhnlicher Flitzer, nein, Vitali ist ein YouTuber mit fast 10 Millionen Abonnenten und einer der extremsten Prankster auf ganz YouTube. Diese 10 Millionen Abonnenten hat Vitali unter anderem aufgrund seiner YouTube-Videos, die ihn zeigen, wie er berühmte Veranstaltungen stürmt, wie etwa die World Series oder den Super Bowl. Seine krasseste Flitzeraktion war jedoch die beim WM-Finale 2014 zwischen Argentinien und Deutschland. Ja, Vitali schaffte es auf die Mitte des Spielfelds und redete kurz mit Benedikt Hövedes, bevor er dann von mehreren Guards vom Platz getragen wurde. Und auf der Nummer 1 ist wahrscheinlich ein einmaliger Moment, der allerdings nicht so wirklich zum Begriff Flitzer passt. Bei einem Relegationsspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC Berlin... Relegationsspiel, Level-Modus, was schon wieder mit deinem Verein los? Ihm kam es im Jahr 2012 in der letzten Minute der Nachspielzeit zu einem echten Chaos. Nach einer verpatzten Großchance, die den Sieg für Fortuna bedeutet hätte, stürmten mehrere hundert Fans auf das Spielfeld. Oha. Ein Tumult brach aus und die Spieler verschwanden teilweise in der Menge von Fans. Das Spiel musste selbstverständlich vorzeitig abgebrochen werden und das 2:2 war der Endspielstand. Stark! Ja, waren echt ein paar lustige Sachen dabei. Wie gesagt, ich glaube, Nummer 3 oder 4 war's. Das, glaube ich, war ein Fake. Schreibt's mir gerne mal in die Kommentare, was ihr meint, was der Fake war. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace!